Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die einen Schritt gewagt haben, der uns alle inspirieren kann, selbst auch den Next Step im Glauben zu machen. Diese Menschen haben Gott und Kirche neu erlebt und lassen dich an ihrer Geschichte teilhaben. Ja, im Grunde kann man schon sagen, dass ich kaufsüchtig war. Eva habe ich bei meinem Studentenjob kennengelernt. Dort ist sie mir das erste Mal aufgefallen, als sie ein mega schönes Kleid anhatte. Und ich mir dachte, nicht schlecht, die Frau hat Stil. Ich durfte ihre Geschichte live miterleben und ich freue mich, dass Eva sie auch euch erzählt. Ich habe zu Beginn des Monats immer schon sehnsüchtig mein Gehalt erwartet und wenn es dann da war, bin ich gleich mal shoppen gegangen, weil ich mich so gefreut habe. Das Problem war dann, dass es bis zum Ende des Monats nicht mehr ausgereicht hatte, ich teilweise mir nichts mehr zum Essen kaufen konnte. Ich hatte zwei verschiedene Konten. Eins hatte ich immer versucht, so halbwegs in den Griff zu bekommen und auf dem anderen liefen quasi meine Schulden. Es ist immer größer geworden, der Schuldenberg. Mich hat mein ganzer Lebensstil natürlich unheimlich frustriert. Ich habe es selbst nicht hinbekommen und habe dann aber gemerkt, dass Gott da irgendwas mit mir vorhat, dass er mich da heilen will. Ich habe dann zeitgleich auch gemerkt, dass es eigentlich bei mir ganz tief um Minderwert geht, dass ich versucht habe, mich zu definieren über Klamotten und mich dadurch einfach gut und schön gefühlt habe. Ich war auch am Get Free Day und da hat mir Gott quasi dabei geholfen, die Wurzel des Minderwerts zu ziehen. Er hat mir zugesprochen, dass ich toll bin, dass ich schön bin und dass ich nur ihn brauche und nicht irgendwie Klamotten oder andere Dinge, um mich gut zu fühlen. Dann habe ich natürlich konkrete Schritte auch festlegen müssen, um meinen Lebensstil auch wirklich ändern zu können. Und habe dann entschieden, dass ich 10% zu Beginn des Monats an Gott zurückgebe in die Kirche. Die komischen Lebensweisen, die ich hatte, musste ich ja trotzdem irgendwie anpacken. Und das war dann schon sehr herausfordernd für mich am Anfang. Immer wenn mir langweilig war zu Hause, bin ich ins Internet gegangen und habe da ganz viele Klamotten gekauft. Und habe da entschieden, das Internet einfach abzustellen, ganz radikal. Und dann stattdessen in der Zeit Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen und etwas für unsere Beziehung zu tun. Ich bin ehrlich geworden, ich habe meiner Familie davon erzählt und habe darum gebeten, ob sie mir helfen, den Ausgleich zu schaffen, was sie gemacht haben. Ich wollte mir das Geld eigentlich leihen und zurückzahlen, aber sie haben dann gesagt, nee, du kriegst es von uns geschenkt. Es hat dann schon 3-4 Monate in etwa gedauert, bis alles gut war und normal war. Und ich habe dann gemerkt, dass ich, trotz dass ich 10% zu Beginn des Monats abgebe, am Ende des Monats noch Geld hatte. Es ging dann in die Richtung, dass ich auch Budgetieren in der Zeit gelernt habe und am Ende sogar mehr noch übrig hatte. Also es hat nicht mit den 10% aufgehört. Gott hat da einen ersten Schritt mit mir gemacht und einen Prozess angestoßen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich es einfach liebe, Zeit zu schenken, kleine Geschenke zu machen, Liebe zu geben, Menschen zu ermutigen. Und das sind jetzt die Dinge, die mich erfüllen und nicht mehr das Shoppen. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, dessen Geschichte andere inspirieren kann, dann schreib mir an yourstory@icf-moenchen.de.